Kapitel 17. Wer wird der Antichristus sein? Botschaften Jesu an Maria Valtorta aus dem Jahr 1943. Aus dem Buch Das Morgenrot einer neuen Zeit. Jesus sagt: Er wird eine sehr hochgestellte Persönlichkeit sein, hochgestellt wie ein Stern. Kein menschlicher Stern, der in einem menschlichen Himmel glänzte. Nein, ein Stern einer übernatürlichen Sphäre, der, nachdem er den Schmeichelreden des Feindes erlegen ist, sich nach anfänglicher Bescheidenheit dem Hochmut ergeben wird, nach anfänglichem Glauben der Ausschweifung, nach anfänglicher evangelischer Armut dem Goldhunger, nach einem Leben in der Verborgenheit der Ruhmsucht. Es ist weniger angsterregend, einen Stern vom Firmament fallen, als diese bereits erwählte Kreatur in die Schlangenwindungen Satans stürzen zu sehen, die die Sünde seines Wahlvaters noch einmal begehen wird. Luzifer ist aus Hochmut zum Verfluchten und Finsteren geworden. Der Antichrist wird, nachdem er ein Stern in meiner Herrscher war, nur um sich eine Stunde im Hochmut zu sonnen, zum Verfluchten und Finsteren werden. Zur Belohnung für sein Abschwören, dass die Himmel in einem Erbeben des Schreckens erschüttern und die Säulen meiner Kirche im Entsetzen über seinen Absturz erzittern lassen wird, wird er die ganze Hilfe Satans erhalten. Dieser wird ihm die Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds übergeben, damit er ihn öffne. Er soll ihn allerdings auf Geheiß Satans vollständig öffnen, damit die Werkzeuge des Schreckens, die Satan zubereitet hat, hervorkommen, um die Menschen zur völligen Verzweiflung zu bringen, sodass sie von sich aus Satan als ihren König anrufen und dem Antichristus folgen, der allein die Pforten des Abgrunds öffnen und den Herrscher des Abgrunds hervorgehen lassen kann, so wie Christus die Pforten des Himmels geöffnet hat, um Gnade und Vergebung daraus hervorgehen zu lassen, die die Menschen zu Gottes Kindern und zu Königen eines ewigen Reiches machen, in dem ich König der Könige bin. Wie der Vater mir alle Macht übergeben hat, so wird Satan jenem jede Macht geben und vor allem jede Macht der Verführung, um die Schwachen und die vom Fieber des Ehrgeizes Verzerrten, so wie er selbst als ihr Anführer es ist, hinzureißen, ihm zu folgen. In seinem zügellosen Ehrgeiz wird er jedoch die übernatürlichen Hilfen Satans noch für zu geringfügig erachten und wird bei den Feinden Christi weitere Hilfe suchen. Sie werden ihn mit immer tödlicheren Waffen unterstützen, die ihre Lüsternheit nach dem Bösen sie hat erfinden lassen, um die Menge der Menschen zur Verzweiflung zu bringen, bis Gott sein Genug rufen und sie mit dem Feuer seines Anblicks in Asche legen wird. Allzu viel. Freilich nicht aus gerechtem Verlangen und dem ehrlichen Wunsch, dem hereinbrechenden Bösen Einhalt zu gebieten, sondern lediglich aus unnützer Neugier. Allzu viel ist jahrhundertelang darüber fantasiert worden, was Johannes im 10. Kapitel der Apokalypse aussagt. Maria Valtorta, du sollst wissen, dass ich das zu erfahren erlaube, was zu wissen nützlich ist, dass ich hingegen das verhülle, was euch zu wissen unnütz ist. Ihr seid zu schwach, meine armen Kinder, um den Ehrennamen der sieben apokalyptischen Donner zu erfahren. Mein Engel hatte zu Johannes gesagt: Versiegle das, was die sieben Donner gesagt haben, und schreibe es nicht auf. Ich sage nun, dass die Stunde noch nicht da ist, das Versiegelte zu öffnen. Und wenn Johannes es nicht aufgeschrieben hat, werde auch ich es nicht sagen. Im Übrigen steht euch nicht zu, an dieses Grauen zu rühren. Daher bleibt euch nur für diejenigen, die es erleiden müssen, zu beten, damit die Kraft ihnen nicht zusammenbricht und sie schließlich in das Lager derer überwechseln, die unter den Peitschenhieben nicht an Buße denken und Gott verfluchen, anstatt ihnen zu ihrer Hilfe zu rufen. Viele von ihnen leben bereits auf Erden. Und ihre Nachkommenschaft wird siebenmal dämonischer sein als sie selbst. Ich, nicht mein Engel, ich selbst schwöre, dass ich dann,
wenn der Ton der siebten Posaune verklungen und der Schrecken der siebten Plage vollendet sein wird, ohne dass das Adamsgeschlecht Christus als König, als Herrn, als Erlöser und Gott anerkannt und seinen Namen, in dem das Heil ist, angerufen hat. So schwöre ich bei meinem heiligen Namen und meinem heiligen Wesen, dass ich dann diesen Augenblick in der Ewigkeit anhalten werde. Die Zeit wird aufhören und das Gericht beginnen. Das Gericht, das in Ewigkeit das Gute vom Bösen scheidet, nachdem sie Jahrtausende lang auf der Erde zusammengelebt haben. Das Gute wird wieder zu seiner Quelle zurückkehren. Das Böse wird dorthin hinabgestürzt werden, wohin es schon in dem Augenblick der Rebellion Luzifers gestürzt wurde und woher es seinen Ausgang genommen hatte, um die Schwäche Adams in der Verführung der Sinne und in der Überheblichkeit zu verwirren. Dann wird das Geheimnis Gottes sich vollziehen. Dann werdet ihr Gott erkennen. Alle Menschen der Erde, angefangen von Adam bis zum letzten Geborenen, werden aufgereiht wie Sandkörnchen am Strande der Ewigkeit, Gott, den Herrn, den Schöpfer, den Richter, den König schauen. Ja, ihr werdet diesen euren Gott sehen, den ihr geliebt oder verflucht habt, dem ihr gefolgt seid oder den ihr verhöhnt, gepriesen oder verachtet habt, dem ihr gedient habt oder vor dem ihr geflohen seid. Ihr werdet ihn schauen. Dann werdet ihr erkennen, wie sehr er eure Liebe verdient hätte und wie verdienstvoll es gewesen wäre, ihm zu dienen. Ach, wie groß wird die Freude derer sein, die sich in der Liebe und im Gehorsam zu ihm verzehrt haben. Ach, wie groß wird der Schrecken derer sein, die seine Judasse, seine Kains geworden sind. Derer, die lieber dem Widersacher und dem Verführer gefolgt sind, statt dem menschgewordenen Wort, in dem die Erlösung ist, dem Gesalbten, Christus, der Weg zum Vater ist, Jesus, der heiligsten Wahrheit, dem göttlichen Wort, dem wahren Leben. Offenbarungen Jesu an Maria Valtorta aus dem Jahr 1943. Gelobt sei Jesus Christus.